Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Leicester City gegen AS Monaco. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Die UEFA Champions League hat natürlich ihren ganz eigenen Reiz. Das ist so ein Wettbewerb, da gibt jeder wirklich alles. Ja, du hast die größten, die besten Clubs in einem Wettbewerb. Da gibt es kein Ausruhen, du darfst dir nie eine Pause gönnen. Das gilt für die K.O.-Runde, das gilt auch jetzt schon am ersten Spieltag. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Thank you. Enjoy the game. Hier also die Aufstellung von Monaco. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Jamie Vardy. Tielemans. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Jetzt die Flanke. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Die Fans beider Teams hoffen heute natürlich auf ein tolles Spiel. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass es gleich losgeht. Cesc Fabregas. Schwache Aktion, Ballverlust. Schönes Zuspiel. Pass zu Vardy. Genau das macht Jamie Vardy so gefährlich. Ja, das ist seine typische Spielweise. Das macht ihn aus. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Number 9, Jamie Vardy. Ben Yedder.
Den Ball kann er abfangen. Super Pass. Achtung jetzt. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. Ben Yedder. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jamie Vardy. Leicester City lauert auf die Torchance. Klasse Zuspiel. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Alexander Golovin. Fabregas jetzt. Ball ist wieder weg. Fairer Einsatz hier. Fabregas, was für ein Pass. Ben Yedder, da macht er ihn rein. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Oh, da sehen wir schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Leicester City lauert auf die Torchance. Tielemans. Didi. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sie verlieren den Ball. Didi. Und damit ist der Ball weg. Alexander Golovin. Fabregas jetzt. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Didi. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Wissam Ben Yedder. Fabregas. So, klasse Pass. Steil gespielt, gute Idee. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2-3 Fragen gefallen lassen müssen.
alles wieder offen hier. 2-2. Vardy. Immer noch Vardy. Jamie, gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Wieder macht er das Tor, das ist Nummer 3, da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Number 9, Jamie Vardy. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Den spielt er wieder zurück. Schönes Zuspiel hier. Gute Chance. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Nur wenige Minuten konnten sie sich über die Führung freuen. Und hier sehen wir es. Dann kommt der Ausgleich. Ja, da sind sie unaufmerksam. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, am Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Erneut so ein hervorragender Pass. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Tielemans. Didi. Jamie Vardy, gut verteidigt. Das war spektakulär, was sie hier geboten haben. Zur Pause steht es 3-3. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Dreierpack sieht auf den ersten Blick gut aus, aber er will natürlich auch gewinnen. Und da muss vom Rest der Mannschaft mehr kommen. Nur unentschieden bisher. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Könnte die Führung werden. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Da wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz, besser kannst du das Ding nicht verwerten. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden
nicht viel dabei heute. Harvey Barnes. Didi. Schön dazwischen gegangen. Könnte in Konter gehen. Das ist jetzt eine Chance. Vignetta. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Klar, er ist frustriert. Weg ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Vardy. Die Gäste werden wechseln. Castagne. Tielemans. Johnny Evans. Jamie Vardy. Gute Aktion. Schöne Flanke jetzt. Toller Zweikampf. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Jetzt können sie vielleicht kontern. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Chagla Suyunchi. Einwurf Monaco. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Wird's jetzt gefährlich? Da ist der Ball weg. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Vardy. Ayoze Perez. Castagne. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Vardy, klasse Steilpass. Vardy, sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Nun Vorland. Das könnte gefährlich werden. Leicester City lauert auf die Torchance.
Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Henry Onyeku. Alexander Golovin. Kevin Volland. Ist es das jetzt? Und da fällt der Ausgleich. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Johnny Evans. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gelson. In den freien Raum. Gelson. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Ball geht direkt wieder zurück. Super dieses Zuspiel. Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung sein, was für ein wichtiges Tor. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann ahnt Kevin Volland, wo die Lücke ist. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Der Ball geht ins kurze Eck. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Didi. Tielemans. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Da kann er sich den Ball holen. Didi. Castagne. Tolles Zuspiel. Das sieht gut aus. Tor, Tor, Tor. Sie machen es doch noch. In der Nachspielzeit fällt dieses Tor. Hier nochmal die Wiederholung. Es sah alles schon nach der Niederlage aus. Sehr nervenstark. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. City goal. 90 Minuten sind vorbei, es steht unentschieden.
Die Verlängerung wurde angepfiffen und das könnte jetzt hier noch mal richtig dramatisch werden. Castagne. Prats. Johnny Evans. Ayoze Perez. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Ein guter Doppelpass. Ndidi. Jamie Vardy. Prats. Bekommt den Ball, technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Prats. Vardy, Ball wieder zurück. Jamie Vardy. Ball ist bei Vardy. Vardy ist das. Das ist jetzt eine Chance. Das ist es vielleicht. Keine Chance für den Torwart. Er verwandelt diesen Freistoß direkt. Überragender Freistoß. Das schauen wir uns noch mal an. Was für eine Flugbahn. Der sieht fast die ganze Zeit so aus, als landet er irgendwo in Kamtschatka. Und dann dreht er sich doch noch ins Tor. Wahnsinn. Kurz zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Viele Tore von beiden Teams. Das ist echt unterhaltsam hier. Gut den Körper eingesetzt. Nun Volland, Alexander Golovin, hat jetzt Anspielstation. Volland, er schirmt den Ball ab, das macht er sehr gut. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Schirmt den Ball da super ab. So, einen Durchgang haben wir da noch in dieser Verlängerung. Und nochmal 15 Minuten, die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Guter Ball nach draußen. Verteidigt da den Ballbesitz. Kevin Volland. Alexander Golovin. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Sehr clever gemacht. Aholu. Volland. Henry Onyekuru. Kevin Volland. Die Gelegenheit für die Flanke. Klasse Zuspiel. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang.
Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Nur noch 5 Minuten sind hier zu spielen in der Verlängerung. Also, 4 Minuten haben wir noch hier in der Verlängerung. Da verlieren sie den Ball. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch 1 Minute obendrauf. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen beginnt. Er macht ihn rein! Jetzt also das Elfmeterduell. Gehalten, ganz stark vom Torhüter. Den Schützen hat er gut ausgeguckt. Und den kriegt er zu packen, gehalten. Ganz stark gemacht. Und Tor, er behält die Nerven. Richtig souverän gemacht. Super gemacht. Jetzt ist also alles bereitet für diesen Elfmeter. Toll gemacht. Ja, da prallt er vom Aluminium ab und geht doch noch hinter die Linie. Das nenne ich mal Glück. Klasse Treffer, unglaublich. Den Ball kann er halten. Ganz stark hier den Treffer verhindert. 1 gegen 1. Schütze gegen Torwart. Trifft er, gewinnen sie diese Partie. Sie haben ihn gebraucht, sie haben seine Treffsicherheit gebraucht und er hat sie nicht enttäuscht. Das nennt man einen Elfmeterspezialisten. Nächste Runde ist erreicht. Was für ein Sieg im Elfmeterschießen. Riesenleistung hier in dieser UEFA Champions League. Auch heute wieder nervenstark und eine klasse Leistung. Gratulation.